Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Star Stable und zu einem geupdateten Video, denn es hat sich was getan und daran möchte ich euch natürlich teilhaben, denn ich hatte ja ein Video gemacht, welche Pferde ihr aktuell in Star Stable benötigt in meiner 2021 Edition. Und da sich einiges an den Pferden getan hat, besser gesagt ein neues Pferd dazugekommen ist, was hier dadurch dann anders in die Gruppe reinpackt, dachte ich mir, mache ich einfach mal ein geupdatetes Video dazu. Immer noch dabei ist natürlich das Jorvik'sche Warmblut, also euer Startpferd. Das habt ihr aber ja sowieso drin. Braucht ihr jetzt gar nicht mehr für so viele Sachen, aber für einige der Storyquests ist es unabdingbar, dass ihr euer Jorvik'sches Warmblut dabei habt. Das nächste Pferd auf der Liste ist mein guter Isländer hier in meinem Cake Time dargestellt. Wozu braucht ihr den? Naja, es gibt ein spezielles Rennen, was im Endeffekt euch auch noch ein bisschen Spielerfahrung gibt. Und ohne den Isländer könnt ihr das Rennen nicht machen, denn das Rennen ist Isländer only. Das Pferd ist auch kälteresistent, aber da ihr es erst ab Level 15 bekommt, braucht man meistens vorher schon ein anderes Pferd. Und deswegen ist der Isländer hier in dieser Liste mit dabei, da ihr ihn dann für das spezielle Rennen benötigt. So, und jetzt kommen wir zur Änderung in der Liste, denn vorher brauchten wir insgesamt 5 Pferde. Und jetzt sind wir dabei, ein Pferd zu sparen. Und wodurch ist das? Wir sparen uns nämlich jetzt ein Pferd durch das Goatland Pony. Denn natürlich brauchen wir ein Pony für das Ponyrennen. Und wir hätten jetzt normalerweise noch ein kälteresistentes Pferd gebraucht vor dem Isländer. Und das wäre dann nämlich zum Beispiel das Fjordpferd gewesen. Jetzt haben wir in dem Goatland Pony ein Pferd, was sowohl Pony als auch kälteresistent ist. Und dadurch können wir damit nämlich schon in die kälteresistenten Bereiche gehen und das Ponyrennen machen und somit den Content komplettieren damit. Kommen wir zum letzten Pferd in der Runde und das ist mein guter Unfall, denn unser Araber Pinto ist das derzeit schnellste Pferd im Spiel. Und auch wenn er hier ziemlich am Schlafen gerade ist, kann man das Pferd derzeit nur sehr, sehr schlecht in Championaten besiegen. Natürlich hier, ganz wichtig dazu gesagt, wenn alles perfekt läuft. Natürlich kann man jedes Pferd im Championat und im Rennen besiegen. Aber wir gehen jetzt hier davon aus, dass derjenige auf dem Araber Pinto gar keine Fails macht. Und dann ist es einfach mit Abstand derzeit das schnellste Pferd durch den anderen Sprung und die erhöhte Agilität, die das Pferd einfach momentan zum besten Rennpferd macht. Natürlich, wenn ihr keine Racing-Sachen macht, braucht ihr den Araber Pinto natürlich nicht. Ansonsten ist er hier in der Liste genau deswegen, damit ihr damit dann wirklich alles machen könnt im Spiel. Ich hoffe, euch konnte mein geupdatetes Video über die Pferde 2021 weiterhelfen.
Wenn sich daran etwas ändern sollte, wenn quasi ein neues Pferd da kommt, was wieder ein anderes Pferd überflüssig macht, wie zum Beispiel, wenn wir ein neues, schnellstes Pferd hätten, was als Beispiel in die Kategorie der anderen Pferde fallen würde, dann würde sich daran natürlich wieder etwas ändern und ihr bekommt dafür ein geupdatetes Video. Aktuell sind es diese Pferde, die ihr benötigt. Ich bin gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Wie findet ihr die vier? Habt ihr alle vier? Oder findet ihr es überflüssig, manche noch mit reinzupacken? Ich bin gespannt auf eure Meinung. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.